Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Scratch Screencast vom Wiener Bildungsserver. Heute möchte ich versuchen, eine Zeichnung in Scratch hineinzubekommen und dann in eine Vektorgrafik zu verwandeln, damit man die dann auch ein bisschen animieren kann. Ganz einfach. Der Hintergrund ist, dass viele Kinder gerne zeichnen und es ist dann ein Highlight, wenn man ihre Zeichnung in Scratch in ein Projekt einbauen kann. Das kann natürlich die Lehrperson machen. Es schaffen aber auch bald Kinder, die sind oft in dem Bereich sehr talentiert. Ich möchte es versuchen mit dieser Zeichnung für meine Kollegin, einem kleinen Bären. Und jetzt starten wir gemeinsam los. Ich habe hier schon ein neues Projekt aufgemacht. Gebe mal die Katze weg und lade bei Hochladen meinen Bären hoch. Das ist eine ganz normale PNG-Grafik. Es ist einfach nur ein Foto. Da sehe ich es jetzt und unter Kostüme kann ich das bearbeiten. Wenn ich es hier in der Rastergrafik einfach freistellen möchte, dann nehme ich mir den Radierer und ziehe rundherum die Umrisse nach. So, ganz grob einmal und dann arbeite ich ein bisschen feiner. Wenn Sie das wirklich ganz genau machen wollen, können Sie das auch so mit dem Radierer freistellen. Es ist dann aber wirklich nur dieses eine Bild und das kann man je nachdem, wie genau man es haben möchte, da ausschneiden, unter Anführungszeichen. Grafiker und Grafikerinnen dürfen mich da nicht hören. Aber für einfache Zwecke zum Verwenden in einem Projekt reicht's. Jetzt zur Vektorgrafik. Dazu gehe ich auf Duplizieren und hier in Vektorgrafik umwandeln. Dann habe ich ganz andere Tools. Und mit dem lege ich einfach über die unterste Zeichnung, über den Bären, hier die passenden Figuren drüber. Der Kreis bringt einem immer recht viel, damit kann man sehr viel nachziehen und die kann man nachher auch noch verformen. Also jetzt einfach nur ganz grob drüber legen. Da sieht man es ein bisschen genauer. Mit der Pfeiltaste kann ich es dann verschieben. Und natürlich auch wieder verformen, größer machen, kleiner machen. Wieder Pfeiltaste und verschieben. Dann komme ich zum Mund, den mache ich mit einer Linie. Und jetzt sieht man hier auf dem Pfeil verformen. Setze ich meinen Verformungspunkt und ziehe es einfach nach unten. Dann nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und weiter mit den Linien geht es bei den Zähnen. Hier wieder ein bisschen genauer, die Zähne. Und dann hier kann ich es wieder verformen, ein bisschen wegziehen. Das sieht man jetzt. Unten ist die Originalzeichnung. Die verändere ich nicht, sondern sie liegt einfach nur in der untersten Lage. Jetzt gehe ich schon aufs Füllen. Suche mir einfach den passenden Braunton aus. Vielleicht ein bisschen dunkel. Das ist wirklich eine Spielerei, je nachdem, wie man es gern haben möchte. Ich gehe da immer gerne ein bisschen in die orangene Richtung. Ja. Die Augen natürlich schwarz. Dazu setze ich einfach die Helligkeit auf 0. Da habe ich vergessen, um es füllen zu können, muss ich natürlich die Form abschließen. Das mache ich jetzt nachträglich und dann kann ich sie wieder füllen. So, weiter mit den Ohren. Da suche ich mir jetzt mit der Pipette, hier ist die Pipette, die richtet den richtigen Braunton aus. Das kennen Sie vielleicht noch von Paint. Und hier einfach nur, damit ich dem Kopf ein bisschen das Gefühl einer Form gebe, nämlich, dass er sich zur Mitte hin die Farbe ein bisschen verändert. Das mache ich dann bei den Ohren auch. Wenn ich möchte, kann ich natürlich da stattdessen auch nochmal so einen schwarzen Punkt hineinsetzen. Oder ich arbeite einfach mit dem Füllen.
dasselbe beim anderen Ohr. Und jetzt kommt noch etwas, das wichtig ist. Und zwar habe ich hier die Nase, die liegt unter dieser Schicht. Das heißt, ich gehe da herum nach hinten. Ich bringe die eine Schicht nach hinten, dadurch rutscht die andere Schicht nach vor. Das ist auch immer ein bisschen eine Spielerei, dass man das richtige Layer vorne oder hinten hat. Und das macht man, indem man das anklickt und dann nach hinten schickt oder nach vorne, je nachdem, wo man es braucht. Manchmal muss man ein bisschen länger nach hinten klicken, dass es in die richtige Lage kommt. Das ist halt bei Scratch, dass man das nicht sieht. In wirklichen Grafikprogrammen sieht man natürlich, in welcher Layer man sich bewegt. Und das ist auch schon der Kopf. Er ist natürlich nicht ganz so buschig, aber es ist im Grunde dieselbe Form. Ich mache jetzt ein bisschen schneller weiter hier mit dem Bauch und den Beinen. Wenn man es wirklich dann später animieren möchte, dann wäre es wichtig, dass man an den Gelenken immer neue Formen verwendet. Da fülle ich schon wieder. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich hier die Umrandung dazu nehme, so wie ich es oben gehabt habe, dann sieht man das beim Gelenk. Deshalb gebe ich das Gelenk in der Form wieder weg und ziehe mit den Verformungspunkten, gut, dass wir das jetzt auch noch ordentlich sehen, die Hand einfach ein bisschen in Form. Man kann wirklich jeweils einen Verformungspunkt nehmen. Mit diesen Ecken, die Sie sehen, kann man die Neigung einstellen. Und wenn Sie einen Verformungspunkt nicht brauchen, einfach draufklicken und auf Entfernen klicken und schon ist er wieder weg. Ansonsten ist auch das eine kleine Spielerei. Hier arbeite ich gleich nochmal mit den Verformungspunkten. Und mit den Linien, da habe ich nur nachgeschaut, wie die Beine, wie die Füße ausschauen. Und hier mit den Linien kann man da sehr gut wieder eine Form bauen. Wenn man genau dieselbe noch einmal braucht, einfach kopieren mit STRG-C und dann auch einfach füllen. Hier wieder auf die Layer aufpassen, was kommt nach vorne, was kommt nach hinten, was soll sichtbar sein, was nicht. So, jetzt lege ich die hinterste Schicht hier daneben, dass wir das sehen. Noch ein paar Feinheiten und Anführungszeichen, weil es ist wirklich eine sehr grobe Vektorgrafik. Nochmal schauen, was alles vor, was alles nach hinten. Und jetzt noch an der Pfote eine Kleinigkeit einfügen. Und schon habe ich meinen Bären vervektorgrafikt. Im Bonus sehen Sie dann, wie man die auch animieren unter Anführungszeichen kann. Also es sieht dann so aus, als würde sie sich ein bisschen bewegen. Und das geht, wenn man mal so eine Vektorgrafik hat, sehr, sehr flott. Das war's dann auch schon. Ich habe in Summe ungefähr eine Stunde gebraucht, wobei ich sagen muss, ich habe natürlich auch schon ein bisschen Übung. Und es ist eine große Spielerei. Ich hoffe, ich habe Sie motivieren können, dass Sie das ausprobieren. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!